Moin Moin, hier Romaniacs ist Sascha und ich begrüße euch heute zu einem neuen Overwatch-Video. Ja, falls ihr die letzten 24 Stunden unter einem Stein gelebt habt, Ashe ist auf den Live-Servern angekommen. Zwar gab es auf dem PC gestern kein Anzeichen für den erwähnten Reinstall des Games. Ich erwähnte das ja gestern in einem Video, dass Overwatch mit dem nächsten großen Patch einen kompletten Reinstall erfordert. Jedoch gab es auf den Konsolen-Patch, der knapp 20 GB groß war. Also potenziell ist das, was auf dem PC noch nicht passiert ist, dort schon passiert oder vielleicht ist es im Hintergrund passiert. Wundert euch also nicht, wenn euer Patch auf dem PC gestern nur 500 MB groß war. Es waren nämlich unglaublich viele, die verwundert in die Kommentare geschrieben haben. Das Wichtige für euch ist, Ashe ist da, Ashe ist auf den Live-Servern und ihr könnt ab heute, beziehungsweise gestern Abend, mit Ashe endlich zocken. Denkt bitte dran, der Charakter ist jetzt erstmal einige Zeit für den Ranglistenmodus gesperrt. Das gilt übrigens auch für die Mini-Ranglisten-Modi, also sowas wie das Team-Deathmatch, was derzeit in einem Rank drin ist. Aber das wird sich ja bald ändern. Ich glaube, wenn mich alles täuscht, in knapp 7 Tagen könnt ihr dann mit Ashe auch Rangliste zocken. Im heutigen Video soll es aber tatsächlich um ein anderes Thema gehen, und zwar um einen großen Nerf für Brigitte, der vermutlich schon nächste Woche auf dem Overwatch PTR getestet wird. Da machen wir uns aber nichts vor, Brigitte ist seit Einführung ins Spiel für viele Spieler wirklich ein Dorn im Auge. Und die Gründe sind dafür relativ simpel und eigentlich auf ein Wort zurückzuführen, und dieses Wort heißt Stun. Fakt ist, dass Brigitte zu einer Zeit ins Spiel eingeführt wurde, als die Dive-Comp unglaublich populär war in Overwatch. Charaktere wie Tracer oder Genji dominierten nahezu jede Comp, waren Must-Have-Picks und wurden einfach zum Ärgernis vieler Spieler. Ja, doch Brick war quasi der perfekte Counter für eine Meta in Overwatch, die begann sich von Rangliste zu Rangliste zu wiederholen. Also so die kompletten letzten Seasons war immer, du konntest einfach immer Dive spielen, weil es immer funktioniert hat. Ja, schauen wir uns mal an, wo sich die Meta seit dem Release von Brick hin verändert hat, und das ist tatsächlich weg von Dive. Stattdessen haben wir seit einiger Zeit die Erstärkung von Goats, also 3 Tanks, 3 Supports, und hier ist Brigitte mit ihrem Stun natürlich wirklich ein essentieller Bestandteil der Comp. Trotzdem kam Brigitte genau zu einem Zeitpunkt, als viele einfach müde wurden davon, dass immer die gleichen Comps gespielt wurden. Brigitte hat in vielerlei Hinsicht die Tracer-Plays, die Genji-Plays ziemlich gecountert, und dahingehend haben wir diese Charaktere einfach weniger gesehen. Und auch wenn jetzt viele in den Kommentaren wieder schreiben werden, oh Gott, Brigitte ist OP, die ist unbalanced. Ich würde nicht mal sagen, dass Brigitte unbalanced ist. Fakt ist aber, natürlich ist ihr Kit sehr nervig. Und das natürlich auch gerade für Tankspieler. Daher hat sich Blizzard dazu entschieden, dass Brigittes Shield Bash künftig nicht mehr durch Schilde hindurchgehen wird. Zumindest, falls dieser PTR-Patch live gehen sollte. Das heißt, eine Brigitte, die einen Reinhardt anspringt, wird diesen nicht mehr durch sein Schild hindurch stunnen können. Und für Brigitte ist diese Änderung natürlich ein relativ großer Nerf, einfach weil man nicht mehr blind reinspringen kann. Und gleichzeitig ist das Ganze natürlich auch ein indirekter Buff für Reinhardt. Und selbst ich als jemand, der ja mittlerweile fast Support-Main ist, ich spiele viel Moira, ich spiele viel Brigitte, sehe natürlich ein, dass Brigittes Shield Bash nie als so eine super offensive Fähigkeit gedacht war, wie sie vielleicht derzeit im Spiel genutzt wird. Das Ganze war immer eine Anti-Flanker-Sache. Ich habe es ja erwähnt, Brigitte war der perfekte Counter für Dive. Wenn eine Tracer hinter dir auftaucht, konntest du dich umdrehen, sie stunnen und töten. Dafür war Brigitte Shield Bash gedacht. Nicht, wie wir es heute nutzen, als offensive Mechanik. Mein großes Problem, was ich aber einfach damit habe, ist, dass das Ganze sehr inkonsequent wirkt. Denn andere Movement-Abilities, wie zum Beispiel Doomfist Rocket Punch oder auch ein gegnerischer Reinhardt-Charge, werden weiterhin durch Schilde durchgehen. Das heißt, Brigittes Shield Bash ist die eine Fähigkeit, oder die eine Melee-Fähigkeit, die künftig, wenn der Patch, wie gesagt, so live geht, das Ganze ist erstmal ein Test, dann nicht mehr durch Schilde durchgeht. Und das ist irgendwie sehr inkonsequent und, ach, es gefällt mir nicht so ganz, um ehrlich zu sein. Ich finde es okay, dass man in meinen Augen ein bisschen an Brigitte rumschraubt noch, wenn Blizzard nicht zufrieden ist, wenn man sieht, okay, Brigitte ist ihrer Meinung nach derzeit nicht so balanced, wie man es gerne hätte, aber ja, diese Inkonsequenz müsste nicht unbedingt sein. Ich meine, auf der anderen Seite, das Ganze eröffnet natürlich auch neue Möglichkeiten für Brigitte-Spieler. Das heißt, man kann nicht mehr wild reinspringen, man muss sich überlegen, wann springt man rein, man muss sich überlegen, wann werde ich im richtigen Moment gebubbelt.
muss ich vielleicht mehr flanken mit Brigitte? Wird Brigitte überhaupt noch in jeder Comp eine Option sein, wenn sie nicht mehr so wild quasi mit ihrem Shield-Bash nach vorne springen kann? Sondern wenn man überlegen muss, okay, ich kann nur reinspringen, wenn der Reinhard vielleicht sein Schild down nimmt. Es wird tatsächlich sehr interessant sein, was sich dadurch alles ergibt. Gleichzeitig stelle ich mir aber auch nochmal die Frage, müssen wir wirklich noch einen indirekten Buff für Reinhard haben? Und ich weiß, alle Reinhard-Mains werden jetzt aufheulen, aber Fakt ist nochmal, dass Reinhard derzeit der am meist gepickte Held in Overwatch ist und die zweithöchste Winrate hat. Das heißt, Reinhard ist derzeit eigentlich auf einem sehr guten Stand. Ja, eine Brigitte macht ihm das Leben sehr schwer und es kann sehr frustig sein, gegen eine Brigitte zu spielen, das verstehe ich. Aber ich bin mir nicht so 100% sicher, ob der Ansatz, den Blizzard hier verfolgt, wirklich der richtige ist. Und wie gesagt, Brigitte wird nicht nur an Reinhards Schild künftig scheitern. Das gilt für alle Schilde im Spiel. Das heißt, wenn eine Symmetran-Schild aufstellt und man springt da quasi mit einem Shield-Bash versucht durchzuspringen, wird das nicht klappen. Winston-Bubble. Das wird nicht klappen, da einfach so mit dem Shield-Bash reinzuspringen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr großer Nerf für Brigitte. Wir müssen uns das Ganze mal anschauen, wenn es auf ein PTA kommt, wie es in einer echten Comp aussieht, wie es beim Spiel aussieht. Ich will hier tatsächlich auch nicht zu stark drauf einbashen. Wortwitz. aber ihr wisst, ich bin Brigitte Spieler und ich denke schon, dass man an ihr was ändern kann. Ob das jetzt unbedingt die richtige Änderung ist, so eine inkonsequente Sache, da bin ich sehr unsicher. Aber ich warte ab, bevor ich mir eine Meinung fälle, bevor ich hier direkt rufe, oh Gott, Brigitte ist tot, weil das wäre absoluter Quatsch.